Was ist ein Winkel? Was ist ein Grad? Warum gibt es überhaupt ein zweites Maß und wie ist dieses zweite Maß festgelegt? Wie kann ich von dem einen Maß in das andere Maß umrechnen? Und wann brauche ich überhaupt das zweite Maß? Die Antworten auf all diese Fragen gibt es hier in diesem Video. Und wer davon jetzt nur ein oder zwei Teilfragen geklärt haben möchte, der kann einfach unten auf das Inhaltsverzeichnis klicken und dort sich die Frage heraussuchen. Ansonsten wird das Video aber auch nicht allzu lang dauern. Und damit legen wir gleich mal los. Kommen wir zur ersten Teilfrage. Was ist ein Winkel? Und da hat jeder so ein bisschen so etwas vage Vorstellungen im Kopf. Meistens zeichnet man dann irgendwie zwei Halbgeraden und einen Kreisbogen dazwischen und schreibt Alpha dran. Das ist ein Winkel. Aber was das so genau ist, ist gar nicht so einfach festgelegt. Antwort ist es, eigentlich ist es eine Teilfläche. Und zwar eine Teilfläche der Ebene, die durch eben diese beiden Strahlen eingegrenzt wird. Das heißt eben genau die Fläche, die ich jetzt hier gelb markiere. Die meisten von uns verwechseln das mit der relativen Lage der beiden Strahlen, die ich von jetzt an noch Schenkel nenne. Das nennt man eigentlich die Winkelweite. Heutzutage wird es aber nicht mehr so streng voneinander unterschieden. Und um die Größe von Winkeln messen und vergleichen zu können, brauche ich eben Winkelmaße. Zumindest eines. Klassiker dabei ist eben das Gradmaß. Dabei ist festgelegt, der Vollwinkel, also eine komplette Umdrehung um sich selbst, das sollen 360 Grad sein. Damit ist dann auch klar, etwa der gestreckte Winkel sind dann 180 Grad, die Hälfte, und wieder davon die Hälfte ist der rechte Winkel, das sind dann die 90 Grad. Aber es sollte jedem klar sein, dass die 360 Grad willkürlich festgelegt worden sind. Kann man so machen, kann man auch völlig anders machen. So wurde vor einigen Jahrzehnten versucht, das Winkelmaß Neugrad festzulegen, bei dem der Vollwinkel dann 400 Grad wäre. Auch willkürlich. Oder im besten Douglas Adams Style könnte ich vielleicht den Vollwinkel als 42 Adams dann festlegen. Wie gesagt, völlig willkürlich. Hier in diesem Fall sind die alten Babylonier schuld. Die haben dann vor ungefähr 150 Jahren vor Christus, also ist richtig alt, astronomisch-historische Winkelmessungen vorgenommen und sich dabei auf die Zahl 360 geeinigt. Das passte denen in mehrfacher Hinsicht recht gut. Zum Beispiel hat die 360 sehr viele ganzzahlige Teiler. Hier ist eine kleine Liste davon. Das bedeutet, viele Winkel sind ganzzahlig und nicht so eklige Kommazahlen. Außerdem wussten sie schon, dass ein Jahr 365 Tage hat. Da liegen die 360 Grad ja schon dicht dran. Sodass man, wenn man an die Drehung der Erde um die Sonne denkt, etwa sagen kann, ein Grad ist etwa ein Tag. Wie werden Bruchteile eines Winkels angegeben? Also sprich Winkel, die etwa kleiner sind als ein Grad oder wo die Winkeleinteilung genauer sein muss als ein Grad. Früher hat man das gemacht in sogenannten Bogenminuten und Bogensekunden. Das sah dann so aus wie hier dargestellt. Das liest sich dann so, 5 Grad, 15 Bogenminuten, 20 Bogensekunden. Dabei wird das ganze Grad dann in 60 Teile eingeteilt. Das sind die Bogenminuten. Und eine Bogenminute dann wiederum in 60 Bogensekunden. Das heißt also, eigentlich gelesen als Bruch ist das so, 5 ganze Grad und 15 Sechzigstel Grad und 20 Sechzigstel Sechzigstel Grad, das wären also 20 3600stel Grad. Heutzutage nutzt man aber nicht das alte 60er-System, sondern eher Kommazahlen, das heißt man kann das Ganze umrechnen zu 5,2 Periode 5 Grad bzw. gerundet 5,26 Grad. Soviel zum Thema Gradmaß. Kommen wir zum Bogenmaß. Wie ist es eigentlich festgelegt? Die Festlegung liest sich erstmal etwas schwierig, und zwar durch die Länge des Kreisbogens Phi zum Radius 1. Schauen wir uns das mal an, wie es gemeint ist. Ich male jetzt hier erst einmal zwei Schenkel und dazu ein Kreis mit Radius 1 und der Mittelpunkt liegt genau da, wo die Schenkel auch beginnen. Und wie weit die beiden Schenkel nun auseinanderlaufen, das kann ich dann festlegen durch die Länge dieser roten Linie hier. Sowas nennt man Kreisbogen, das ist ein Ausschnitt vom Kreisumfang und bekommt hier den griechischen Buchstaben Phi. Um zu verstehen, mit welchem Sinn das Bogenmaß festgelegt ist, braucht man ein paar Kenntnisse zu Kreisumfängen. Deswegen wiederhole ich das vorsichtshalber mal noch kurz. Wenn ich jetzt einen Kreis beliebiger Größe habe, dann ist der Umfang immer Pi mal mehr als der Durchmesser. Pi ist dabei eine irrationale Zahl, liegt ungefähr bei 3,14, wie die meisten wissen. Und da der Durchmesser das Doppelte vom Radius ist, kann ich aussetzen, der Umfang ist 2Pi mal Radius. Wenn ich jetzt auf den Kreis oben gehe, wo der Radius als 1 festgelegt ist, dann ist doch klar, dass der Vollwinkel, also einmal komplett rum ist, 2Pi mal 1, sprich 2Pi ist. Und das ist die Festlegung für das Bogenmaß. Das heißt nochmal kurz zusammengefasst, der Vollwinkel ist nicht mehr 360 Grad, sondern die Zahl 2Pi, also ungefähr 6,28. Als Folge ist dann der gestreckte Winkel Pi und der rechte Winkel Pi halbe. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass diese Winkelangaben reine Zahlenwerte sind. Man lässt dabei das Grad weg. Oft sind diese Zahlen irrational, also nicht so besonders schön anzugeben. Und bei einigen berühmten Winkeln, wie zum Beispiel das, was im Gradmaß 90 Grad oder 60 Grad ist, gibt man diese Winkel dann auch gerne in Vielfachen von Pi an. Also hier etwa 90 Grad Pi halbe.
alle anderen rauszukriegen, überlasse ich mal euch. Warum macht man das? Ein erster Vorteil, den ich jetzt auch mal ein bisschen genauer vorführe, wäre etwa, dass sich Bogenlängen leichter berechnen lassen. Ich zeichne das mal, also einen Kreis, und der hat jetzt den Umfang U. Zeichne mal zwei Radien ein, die im Winkel von Alpha auseinandergehen. Und das hier ist dann der Kreisbogen B, dessen Länge ich berechnen möchte. Der klassische Ansatz ist folgendermaßen. Ich weiß, der Umfang berechnet sich aus 2 Pi mal R und der bezieht sich auf den Winkel 360 Grad. Und B ist entsprechend in dem Maße kürzer, wie der Winkel Alpha gegenüber dem Winkel 360 Grad kleiner ist. Das heißt also, der Bruchteil Alpha durch 360 Grad ist auch der Bruchteil, den der Kreisbogen am gesamten Kreisumfang hat. Und damit kann ich die Bogenlänge ausrechnen durch Alpha durch 360 Grad mal Kreisumfang. Wenn ich dann noch die Formel einsetze, kommt heraus Alpha durch 360 Grad mal 2 Pi mal R. Soweit auch nicht so kompliziert, das ist im Gradmaß. Gehen wir jetzt auf das Bogenmaß, ich zeichne den Kreis nochmal und auch wieder meine beiden Radien und den Kreisbogen schon gleich mit ein. Und jetzt zeichne ich den Winkel allerdings im Bogenmaß, das heißt Phi. Und dann weiß ich, das ist die Länge des Kreisbogens zum Radius 1. Und mit ein bisschen Kenntnissen von Ähnlichkeiten bzw. Strahlensätzen ist dann klar, der Bogen B ist einfach R mal größer als der Bogen Phi. Und damit berechnet sich der Bogen schlicht und ergreifend mit der Formel B gleich Phi mal R. Also noch einfacher. Herrlich. Wie kann ich nun von dem einen Maß in das andere umrechnen? Das ist ganz einfach, denn ich weiß ja, der Vollwinkel ist im Gradmaß 360 Grad und 2 Pi im Bogenmaß. Und die beiden Größen sind ansonsten zueinander proportional. Das heißt also, wenn ich hier Alpha, das ist die Angabe im Grad, und Phi, das ist die Angabe in der Bogenlänge habe, kann ich einfach umrechnen, indem ich von Alpha durch 360 Grad teile und mit 2 Pi multipliziere. Oder rückwärts, wenn ich einen Winkel im Bogenmaß habe, muss ich durch 2 Pi teilen und mit 360 Grad multiplizieren. Ich kann es noch ein bisschen einfacher machen, denn das kann man gegeneinander kürzen. Das heißt, statt mit 2 Pi muss ich nur mit Pi multiplizieren, wenn ich vorher nur durch 180 Grad teile, beziehungsweise entsprechend die Rechnung rückwärts. Damit kommen wir auch schon zu den Schlussbemerkungen. Wichtig ist es halt zu wissen, dass es diese beiden Winkelmaße gibt. Und jetzt gibt es auch Funktionen, die sich mit Winkeln beschäftigen, nämlich Sinus, Cosinus, Tangens und die Umkehrfunktion Arcus, Sinus, Arcus, Cosinus, Arcus, Tangens. Und wenn ich da mit dem Rechner arbeite, also am Computer oder mit dem Taschenrechner, da muss der wissen, in welchem Maß der Winkel gegeben ist. Hier habe ich etwa zwei Screenshots aufgenommen, einmal von GeoGebra. Wenn ich dort Sinus von 60 eingebe, dann kommt heraus 0,866. Und wenn ich hingegen eine Tabellenkalkulation wie Excel benutze und ich gebe Sinus von 60 ein, dann kommt da heraus ungefähr minus 0,305. Ursache ist ganz einfach. GeoGebra interpretiert die Winkel, die man bei Sinus eingibt, erstmal im Gradmaß, während die Tabellenkalkulation den Winkel im Bogenmaß sieht. Das heißt also nicht Sinus von 60 Grad, sondern nur Sinus von 60. Bei Taschenrechnern kann man das üblicherweise einstellen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum uns das Leben überhaupt so kompliziert machen. Also wozu brauche ich noch ein zweites Maß, wenn ich das Gradmaß schon habe? Erste Antwort haben wir gerade gesehen. Es ist leichter, Bogenlängen damit zu berechnen. Okay, aber dafür ist halt die Theorie komplizierter. Kann man immer noch drauf verzichten. Wenn man jetzt so langsam Richtung Oberstufenmathematik kommt, dann lernt man auch Ableitungen von Funktionen kennen. Und dabei merkt man dann, okay, die Sinusfunktion oder Cosinus- oder Tangensfunktion kann ich nur ableiten, wenn ich den Winkel im Bogenmaß angebe. Das ist dann schon ein sehr schwerwiegenderes Argument. Und dann kommt auch noch die Physik um die Ecke geguckt und sagt, ja, hallo, wir brauchen auch das Bogenmaß, nämlich für Kreisbewegung. Und mit Kreisbewegung dann eng verbunden sind dann auch Schwingungen und darauf aufbauen die ganzen Wellen, also ein riesengroßer Bereich der Physik. Kurz zusammengefasst, das Gradmaß ist das einfache, bekannte Maß, aber wenn man sich dann länger mit Mathematik und Physik beschäftigt, kommt man um das Bogenmaß nicht drumherum, das braucht man einfach für die weitergehende Mathematik und die etwas anspruchsvolleren Sachen aus der Physik. Das ist dann auch schon das, was ich zum Thema Winkelmaße zu sagen habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Erfolg beim Lernen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.